Ja, was ist, Baubro? Ich hab was gekauft. Was hast du gegelft? Was soll das denn? Gehst du auf Reisen oder was soll das denn sein? Quatsch, was ist denn Dings? Was ist denn Dings? Wolfkraft. Wolfkraft? Ist ja. Das schon Profibereich oder? Das haben die alle im Profibereich. Ich habe mich erkundigt. Beim Türeneinbau, Profibereich haben die das alle. So ein Set. Und das sind so Schraubzwingen oder was? Ein Set hier. Guck. Und dann ja, das sind irgendwie so Stangen das. Mit so Haltern. Ja, und dann kann man da so ein Viereck in die Wand machen. Nee, das ist so ein Türeinbau-Set. Ach, guck mal, der ist sehr ambitioniert, der Typ. Ich weiß nicht, ob er das braucht, aber. Du hast es einfach mal, es war billig, ne? Ja. Nee, billig sind. Ja, geht. Aber scheiße. Ja, wenn man schon bessere Türen kauft als irgendwelche Papptüren, weißt du noch hier, Papptüren, ne? Ja. Diese Geschichten. Ja, nämlich nicht da, ne? Dann will man die auch vernünftig einbauen. Röhren sparen. Haben wir. Ja, da sind die. Das sind die guten von Lesbos. Ja. Eigentlich heißt das Lebo. Nee, aber das kann man dazu dann passend einsetzen. Ja, das sieht ja alles toll aus, aber ich will, dass die Tür da drin ist. Ja, damit ist ja schon so gut wie fertig, dann können wir ja Pause machen. Ja. Ey, warte mal, wir machen das jetzt. Ach so, ja. Wir bauen das jetzt ein. Pack doch mal so eine Tür. Die Türen sind heute gekommen. Na, hast du schon gefilmt, dass wir gekommen sind? Hast du es gefilmt? Ja, ich kann doch nicht einfach Leute filmen, wie die hier Sachen hochtragen, wenn ich Fremde. Doch teilweise. Die wollen ja nicht gefilmt. Der hat geholfen. Du, da war so ein netter LKW-Fahrer, der hat noch mitgeholfen hochtragen. Das war eine nette Firma, ne? Kron und Jansen. Die sind, ja. Ja. Die sind nett. Ja. Kann man hingehen. Und das ist auch nicht, dass man weiß, wie teuer. Was hast du jetzt bezahlt für so ein Türenset? Für ein Türenset mit Zarge, Beschläge und Blatt 250 Euro. Nur, die Türen sind ja die höheren Türen hier. Ja, das sind keine billig. Das sind natürlich... Ach so. Ja. Ah, das ist hier... Ach ja, du bist ja 2 Meter groß und jetzt ist noch 11 Zentimeter. 2 Meter groß, 1,20 breit. Das passt eigentlich gerade so. Hast du das ausgemessen im Laden dann? Mhm. Ja, das sind die Breiten, ne? Das ist richtig. Nee, die also hohen. Die Breiten und die Höhe hohen. Ja, ja, toll. Da, normalerweise würdest du wahrscheinlich für unter 200 kriegen, aber extra Größe natürlich etwas teurer. Na klar, ganz 50 Euro Aufschlag musst und du mindestens rechnen. Die sind auch gar nicht so leicht, ne? Oder? Nö, die sind normal. Normal? Achso. Ja, schön. Ja, und jetzt, wie fangen wir jetzt an? Willst du mal so eine, die sind ja beide gleich, die Türen, die wir oben haben. Ne? Ja, eine ja. Geht ja nach da nach links auf und eine hier nach links. Ja, ne? Richtig. Das heißt, du kannst jetzt ja mal ein x-beliebiges Box auspacken. Wie zum Beispiel die hier. Das haben wir hier schon mal vorbereitet, also schon mal hingelegt. Hier soll man mit dem Cuttermesser schneiden. Das machen doch alle so, oder? Das war jetzt ein Witz, ne? Hast du nämlich schon. Ah ja. Hast du reingeschnitten? Nee. Sag mal, spinnst du? Das muss man doch ohne Cuttermesser. Oh nee. Achso, ja, das ist mein schöner, den ich hier nutze. Wieder Maßstab, Steck weg. So, ja, toll. Jetzt müssen wir das erst zusammenladen. Moment mal. Kannst du sowas überhaupt? Von allen Sachen, die ich hier gemacht habe, konnte ich gar nichts. Insofern würde ich sagen, ja, das können wir auch nicht. Ja, irgendwas muss man machen im Leben, ne? Und wenn's halt, stopp. Jetzt rede ich. Nee, du hast schon recht, aber wir müssen es ja irgendwo ausbreiten. Man soll ja hier was auslegen. Ja, hier. Malerfliese. Was willst du denn auslegen? Hast du doch unten im alten Schlafzimmer. Ja, neben dem BH hat das. Ja, das ist ein. Bitte einblenden. Samt. Samt-BH. Samt-BH. Ja. Aber den kannst du da lassen, ne? Ach so, ja, ist gut. Ich würde den noch geschwind auf. Ja, ja, möchte ich doch drum bitten. Was ist denn? Nix. Oh. Jetzt hol halt das Malerfliese. Da war noch Popo und Pipi dran. Wieso das denn? Hat jemand mit Pipi gemalt, die Wände? Verdammt, oh, wieso das denn? Ich treibe mit Stein. Du hast vielleicht 10 Stufen hier im Haus. Das ist doch nicht anstrengend. Willst du jetzt hier doch nicht einziehen, oder was? Ich bin am Ende. Ich bin dermaßen mental am Ende. Oder körperlich hier. Ja, ja. Bist du dermaßen auf der Palme? Ich könnte ausrasten. Die haben mir falsche Tür geschickt. Nee, haben die doch du nicht. Du, mir hast das Laminat zerschossen. Das will ich schrecken. Ach komm. Der schnurrt da hier rum. Oh nee. Du läufst wie so ein
will es ja nicht sagen. Aber ein Fuzzi? Ja. Ja, das ist doch toll. Guck mal, aber du hast die Überlängentüren. Das reicht nicht. Deswegen habe ich zwei geholt. Ach so, einen auf den. Einen auf den, ne? Die staubigen Dinger hier. Ja, ich habe die extra ausgeschüttet. So. Ja, toll. So war es auch in der Werbung. Guck. Ja, Jacke aus und dann aber ran an den Speck. Mein Bruder hat mir heute erzählt, der Pullover, in dem ich seit Monaten rumrenne, sieht scheiße aus. Ja, sieht auch scheiße aus. Also das finde ich. Sieht doch mal einen anderen an. Das ist doch mein Alter. Du hast den von Papa. Ja, Papa wollte den nicht mehr, hat den mir geschenkt. Dann habe ich die hier zum Beispiel habe ich damit immer Steine getragen. Deswegen ist er da abgescheuert. Hinten, also auf hinten das Stahl. Das ist wie bei so Hunden, die kurze Beine haben und am Bauch dann abscheuern, weil sie dann laufen, proppen dann so. So bist also, du ja auch. Das hättest du mir auch am ersten Tag, wo wir filmen, sagen können und nicht erst irgendwie nach 3 Monaten, wo ich hier die ganzen Videos schon dieses. Ja, aber das war auch lustig. Du läufst mit stolz geschwellter Brust durch den Baumarkt und denkst, du siehst, wer weiß, wie toll aus. Da muss ich erst kommen und dir sagen, dass der Pulli jetzt auch ein bisschen gammelig ist und hängt hier so runter so und alles. Das ist so dieser lästige Baustyle. Das nee, hier mit Zigarettenloch, du rauchst doch gar nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Dann denk jetzt pack halt die Zarge aus, meine Güte. Ja, toll. So, jetzt muss man Vorsicht walten lassen. Wir haben hier ja dünne Wände, deswegen ist die Zarge auch dünn. Deswegen haben wir nicht so viel Leim. Hat er gestaunt, was für dünne Wände ich habe. Ich habe gesagt, was haben wir denn für eine Mauer? Ja, das sind Spezialwände. Mauerdings? Oder wie heißt das hier? Mauer? Das ist Obergeschoss, das ist doch nicht völlig. Ich habe gesagt, wir haben die dünnen gemacht. Wir haben die dicken, wir haben dünne Wände, ja, ja. 5 plus 1,2 plus 1,2. Auf jeden Fall ist das doch eine normale Leichtbauwand. Dann meinten die irgendwie, das sei, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ja, da meinten die so, ja, ach ja, oh, da muss ich aber nochmal gucken, ob wir sowas da haben oder so. Jetzt wollte ich immer vorsichtig langschneiden. Ne? Ja, du sollst das nicht kaputt schneiden. Weil der ist 10-fach eingenügelt hier. I break together. Das Oberelement. Hast du ein Oberelement gefunden? Ja, das kommt dann so, ne? Ah ja, das kommt ja Richtung nach innen. Die Tür ist nach innen dann, ne? Richtig, ja. Und wie soll man das jetzt leimen? Ist da auch was, dass man das irgendwie richtig zusammenkriegt? Montage? Ja, bitte Montage oder was da? Ah, guck. Ah ja. Vor der Montage ist zu prüfen, ob die Zarge alle Anforderungen der Bestellung erfüllt. Eine Reklamation nach dem Einbau kann nicht anerkannt werden. Ja, ist doch klar, wenn du es falsch rum einbaust und sagst, das ist eine Scheißtür, die ist dann klar deine Schuld, denn die Lagerung darf nicht in feuchten Räumen ohne Verpackung erfolgen. Da Verzug und Verschmutzung. Verzug? Ja, es verzieht sich. Ach, Verzug. Ja, nicht Verzug im Sinne, du ziehst aus. Vollzug. Aha. Die Zarge sollte vor dem Einbau möglichst mehrere Tage in dem späteren Einbauraum gelagert werden. Möglichst heißt, braucht man nicht. Ich baue das dann schon mal zusammen. Je nachdem. Montage. Montage mit dem du musst auch mit der Montage aufpassen, ne? Schäume, Wandanker, Füllmaterialien sind entsprechend der Zweckmäßigkeit. Bei Zarge größer als 120 sind die nicht. Und ist das ja nicht. Brauchst du ja nicht lesen. Ist das ja nicht gewesen. Weißt du? Denn so, denn. Weißt du? Hier, das ist der gute PU-Erleim. Voll pur, ey. Schick's nicht. Also dann siffe ich das hier so rauf, ja? Ja. Und dann da und dann versuchen wir es mal, ob wir es zusammenkriegen. Und die soll ich auch einsiffen hier. Steht da, ne? Ja gut, dann machen wir das. Was hat er denn so? Scheiße. Immer mehr drauf. Ist ja viel zu wenig, oder? Nee, der quillt. Jetzt soll das da so dran. Ja, Vorsicht, bitte. Siff ich das da einfach so rein, ne? Ja. Die kapiere ich nicht, diese roten. Doch, du machst die so rein, dann kannst du die noch drehen. Ja, womit denn drehen? Mit dem Schraubenzieher. Jetzt soll man das hier. Man soll es mit dem Hammer raufhauen, steht da. Wie? Wenn du da jetzt mit dem Hammer raufhaust, dann springt er da hinten rein. Hab ich ja nicht hier. Kann man so drücken. Wir siften hier alles voll, ne? Okay, gut gemacht. Muss ja noch einer hin, ne? Ich mein wohl. Ja, okay, dann mach noch einen. Oder wie sind das denn? Wie ist das denn so eine komische Zahl? Mach dann unten einen hin, ne? Ja, mach mal.
Ja, doch, die sitzen gut. Ja, der muss noch fester. Hol mal schnell den Raubenzieher. Es läuft halt so eklig nach. So, Gideon, so. Ja, bitte bündig. Bitte so, dass es gut ausschaut. Ach so. Wieso das denn? So. Na, diesen Heini da rein. Jetzt habe ich dieses Scheiße überall, verdammt. Scheiße! Kein. Was? Wir hatten keinen Hang mehr hier oben. Wir hatten keinen, wir haben noch unten keinen. Scheiß Kram. Nee, überall rein. Wenn du dich irgendwo mit Pinkleim festleimst, dann bist du dafür immer. Gut. Hier sehen wir jetzt, wie der Monteur darauf achtet, dass das... Ich achte hier auf gar nichts, nur dass ich schnell fertig bin. Na, das stimmt so auch nicht. Sieht schon gut aus. Bündig ist. Ne? Noch so ein Heini. Noch so ein Heini. Klemm. Ein Klemm. Penner. Heini. Gut. Was soll man so machen? Ich drehe jetzt so rum, ne? Ein komisches Patent. Plastikding. Weiter kann ich nicht. Ja, ist gut. Muss reichen. Ja, jetzt werden die hier noch gleich mitgeleimt. Wir produzieren nach wie vor Germany CPL Weiß. Ich weiß nicht, ob das jetzt made oder designed oder produced in Germany. Ja. Das ist ein interessantes Patent. Aber der geht so locker rein. Also man wartet und wartet. Was ist denn das jetzt für eine Stimme? Aha. Jetzt aber. Scheiße. Scheißdreck. Ich habe sowas noch nie gemacht, keine Ahnung. Doch, sieht immer logisch aus. Ja, logisch ist es. So kann er aushärten. Du, ich dachte ja, man kann die so sofort einbauen. Jetzt muss man hier noch, wie bei Lego, hier irgendwas zusammenprökeln. Das dauert ja viel zu lange. Das haben die beim Verkauf gar nicht erwähnt. Das wurde mir auch anders versprochen. Weißt du, man will eine Tür und nicht so Stücke hier. Man sieht hier, wie der Monteur also sehr sauber arbeitet. Ihr seht es im Hintergrund. Also der ist wirklich... Ah ja, er prüft nochmal die Qualität des Materials. Ah ja, so muss es sein. Die Qualität ist hier ausgezeichnet. Ist einwandfrei. Kannst du nichts gegen sagen. Ja, das ist eine normale Tür. Die Türen, die sind doch normal. Die sind weiß, die sind glatt, die sind mit Spanplatte oder was da drin. Das ist normal. Das ist nichts Besonderes. Ja, das sind die normalen. Du, billig waren die Türen aber nicht. Gehört. Da muss man schon aufhören, weil sonst dieses Schaumzeug, irgendwie ist es komisch. Er kommt aus den Seiten raus. Du siffst ihn an jetzt da voll. Was soll das denn? Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie der Monteur hier jetzt... So, man muss ihn jetzt hier... so sauber... So? Ja, und jetzt? Das muss ich erstmal hier so leicht fixieren, damit ich da Grund reinkriege. Mach das bitte vernünftig, gell? Monteur, mach das... Baubro, manchmal will. Also, so Kunden, die mir dann mit der Zunge am Arsch hängen, wenn ich hier was mache. Kann ich nie ab. Kann ich nie ab, sowas. Ah, wenn ich weh, du. Ja, besser geht das nicht. Scheiß drauf, passt schon. Ja, das sind lästige Leimarbeiten, die aber gemacht werden müssen. Ja, die haben wir ja schon da hinten. So.
nicht mich da so jetzt fällen, weil ich muss hier wirklich mich konzentrieren. Sehr schön. So, also wie toll du hier arbeitest, ne? Das werden wir noch sehen. Nervt dieser ganze Scheiß. So langsam, nee! So langsam nervt mich dieser Scheiß. Nein, jetzt mach. Nein, das ist schön und ich freue mich und es ist ganz toll hier und... Jetzt leim die letzte Dings da fertig und gut ist. Ich sehe mir, wie das Montur ins Schwitzen kommt. Alles voll mit Siff. Weißt du, ich hatte neulich schon den normalen Leim gekauft. Einfach den normalen. Der PU, der hält besser. Den wollen wir auch noch für was anderes nehmen. Ja, aber hierfür wäre der billige echt gut gewesen. Sag ich jetzt rückblickend. Wusste ich ja auch nicht. Ich wusste es nicht. Ja, nee. Du kaufst, das muss ich dir jetzt mal so ehrlich sagen, wie es ist. Da hättest du auch Uhu, Prittstift oder was weiß ich nehmen können dann. Wenn du einmal die Tür knallst, was du ja einmal machst, dann ist das ab. Dann fällt das raus. Ich mach das nicht. Sehr schöne Arbeit von mir. Schau, wenn das so geht und ja, wollen wir mal schauen, wie es geht. Du, das gibt's doch nicht. Du, das ist ein Set. Das ist ein richtiges Set. Ja, toll, schön für dich. Jetzt zeig mal, dass du da auch mit umgehen kannst mit deinem... Jetzt pass mal auf. Ja, was? Ich pass auf. Was ist? Jetzt pass mal auf. So, erstmal wieder wie immer. Joey. Joey. So. Ach, das ist jetzt das Set. Ich hab dir zu viel versprochen. Ja, noch habe ich nichts gesehen. Jetzt pass mal auf. Hier, also, man hat hier mehrere Bauteile. Das ist an den anderen, ja. Ja, gut. Wie soll das denn jetzt gehen? Du. Ich check das System noch nicht ganz. Ich auch nicht. Ja, wieso? Du musst den hier so, pass mal auf. Ich glaube, jetzt zeig mir das mal, wie das geht. Also oben ist das ja der Abstand, ich sag mal, in dem Sinne gegeben durch dieses obere Teil. Jetzt kann ich das hier festnüdeln. Jetzt müsste der das eigentlich richtige Abstand so haben. Jetzt bleibt das so, ja. Eigentlich ja. Du bist ja, wer weiß, wie schlau. Oder? So, jetzt kutschert man ja, so richtig. Und jetzt? Glaub, dass der in diese Fuge muss und nicht der, ne? Der kommt dann außen und der in die Fuge, ne? Denke ich mal. Ja, nehme ich auch mal an. Jetzt geht das nicht mehr. Doch, rausnüdeln. Hast du schon kaputt gekriegt? Nein. Das soll jetzt nur das tolle neue Dingsbum sein. Also. Ach ja, so war das ja. Ach ja, scheiße. Oh ja. Oh, ach so. Okay. Ach so. Okay. Ein ganz tolles Patent. Sehr gut gemacht. Wo ist hier der Schließfuzzi? Schließzylinder. Da soll man. Da muss es passen nachher, ne? Das ist wichtig. Ist dem Monteur jetzt nicht aufgefallen? Ja, du musst mal klar gucken, was da jetzt ist. Das ist falsch gewesen. Muss ich leider nochmal neu machen. Du bist ja wohl ganz toll mit deinem tollen neuen Gerät. Das nervt einfach. Was? Nein, nix. Ne, ich hatte den zu. Er hat sich verschoben hier. Ja, du hast den verschoben. Du meinst, es hat sich verschoben? Irgendwie hat es sich verschoben. Ohne dass ich. Ohne dass du schuld warst. Und den ganz oben ran. Damit er auch parallel ist. Sonst ist er noch nicht parallel dazu. Ich verstehe. Hast du es jetzt kapiert? Von den ganzen Kurbeldingern schon durcheinander. Ah, das tut schon. Ach, die kann man drehen. Die grünen kannst du drehen. Braucht man aber nicht. Keine Ahnung. Die braucht man. Und nachher ist alles schief. Wetten? Wollen wir wetten? Draußen kann es stürmen oder schneien. Und wir haben hier drin alles isoliert. Das ist wie in so einem NASA. Wie heißen die? Space Shuttle. Hä? Ja, da haben die doch nicht so eine Tür. Das ist auch Wolfkraft. Nein. Wolfpack. Wollen wir erstmal an die Bedienungsanleitung gucken. Jetzt schon. Als nächstes jetzt das Ding in die Tür setzen und dann erst die oberen Eckspanner setzen. Mit dem soll man den dann so weit rausdrücken, dass das mit der Wand alles so passt, soweit ich das verstehe. Naja, wenn du das richtig verstehst, ist ja gut. Ja, dann tragen wir das jetzt erstmal rüber. Das wird einmal komplett hochkant genommen. So, jetzt machen wir das so. Das sieht ja aus wie so ein Bettgestell. Kannst du umdrehen, Matratze drauf, Vorsicht, da. So, jetzt einmal ganz durch.
Ich sag mal, Vorsicht ja, dann. Das geht so nett. Doch, es passt gerade. Ecken, Vollidiot. Oh, wichtig ist, dass man jetzt das nicht über die Ecken macht. Ja, vorne. Nee. Ja, jetzt machst du es hoch, genau, richtig. Ich will ja nur, dass die Ecken hier so gammelig werden. Die werden nicht gammelig. Guck so. Mal, toll. Ah, das ist doch toll. Ist doch sauber. Ach, und alles. Passt natürlich nicht. Natürlich passt das. Das passt einwandfrei. Oh! Tatsächlich, das passt. Ja, weil wir das haben das doch gebaut. Warum soll das denn nicht passen, die Baugruppe? Das funktioniert nicht. Ja, habe ich ehrlich gesagt auch gedacht. Nee, passt doch. So. Ist doch geil. Die Tür ist doch total geil. Ja, muss ich auch sagen. Jetzt findest du es doch gut, ne? Also, muss ich sagen, jetzt im Nachhinein muss ich sagen. Nicht zu teuer, so. Und jetzt kannst du ihn eben damit stellen, verstellen. Ja, weiß ich noch nicht. Jetzt kann er nicht mehr rausfahren, sehr schön. Jetzt den anderen hier hin. Ja, da geht doch ordentlich Schaum rein, ist doch geil. Das macht doch wieder Spaß. Ist auch nicht mittig, ne? Da gibt noch ein bisschen. Ja, können wir ja gleich. Jubi rein, Jubi. So, okay. Okay, nee, ist klar. Ey, was war das? Bitte, so nicht. So ist es richtig. Ach, jetzt kann man den, ja genau. So, und jetzt ja gut, das muss man dann gleich einstellen. Wie komme ich jetzt hier raus? Das ist ja wie so ein Babygitter. Ja, so ist besser, damit die Tür da jetzt reinpasst, weißt du? Weißt du? Oh. Weißt du, was wir jetzt für ein Problem haben? Die Tür muss ja hier noch durch. Ja, nein. Oh, nee, ne? Kann ich wieder durchsägen, durchreichen und dann nochmal leimen und dann festmachen. Ja, klingt auch so. Ja, kann man weiterdrehen. Und dann soll man angeblich so. So soll das. Donnerstag. Nur, dass du das jetzt weißt. Also gleich werde ich hier wahnsinnig mit diesem Kurbel. Kurbelfutzi. Kurbel sich hier einen zurecht. Du bist hier echt ein Kurbelfutzi heute, ne? Kurbelst du dir hier einen nach dem anderen? So, jetzt mache ich hier den Imbus so, dass wir da drehe ich ein bisschen raus. Dann mache ich jetzt hier dieses was Scharnier oder was ist das rein? Dann drehe ich den erstmal wieder fest, ne? Ja, ist fest. Sehr schön. Wir müssten vielleicht überhaupt mal irgendwann eine Wasserwaage ranhalten. Ne? Muss ich mal lesen. Ja, du sollst nicht lesen, du sollst sprühen. Hier mussten wir noch so eine kleine extra Schraubzwänge machen, weil wir haben ja hier die dünnen, also die schmalen Zargen. Und die sind ein bisschen instabil. Das heißt, wir hatten so einen kleinen Bogen nach außen. Und damit der hier ganz rangezogen ist, hier so, dass da keine Fuge ist, haben wir nochmal diese Mini-Schraubzwänge auf beiden Seiten. Und jetzt sitzt die sehr gut. Wir haben mit der Wasserwaage geguckt. Zack, zack. Und jetzt kann der Gideon, wenn er denn soweit ist, mit seinem Rüssel hier einmal den reinhängen lassen. Rundherum. Seit wann haben wir beim Schäumen schon mal was untergelegt? Na gut. Ja, seit wir einen Fußboden haben. Ach so, ja, stimmt. Erst drehen, dann schütteln. Soll hellgrün sein, sonst war das falsch. Ja, sehr schön. Genau so. Machst du doch sehr gut. Ja, machst du da noch schnell, bevor das Ding gleich explodiert. Ja, das stimmt, das explodiert. Siffkram. Ja, also wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Ja, das ist überhaupt nicht. Ist ja ganz alleine. Ja, das braucht auch nicht. Das ist richtig gut so. Mehr braucht man da nicht. Aha, guck mal einer an, das hat geklappt. Der ist hart, der Schaum. Ja. Vorsicht, Leute. Geh mal lieber mit Vorsicht vor. Oh, du hast mir hier eine gute alte Schraubzwinge, hast du mir Schaum dran gemacht. Oh. Ja, gut, sehr gut gemacht. So, so und so. Der ging sehr gut, da hast du ja nicht eingeschäumt. Schlau. Du bist ja teilweise der Weiße Schlau. Ja, ich dachte, die Halter bleiben drin, insofern dachte ja, ich, kann man auch einschalten. Guck mal. Ja, also das ist die erste Tür, wo ich irgendwie zugegen war, die einzubauen. So
wo du irgendwie zugegen warst. Ja, das stimmt ungefähr so. Nee, das hast du sehr ganz toll hingekriegt. Also wirklich nur mit Fuzzis zu tun. Ja, super. Da kannst du einfach als Klimmzugstange dann nachher wieder zwischenklären. Soll man nicht. Da, nimm die noch eben bitte weg. Wegen der Sauberkeit auch. Schön. Ach ja, die Tür. Mhm. Einer auf den. Hat die eigentlich einen mitbekommen da gestern? Nee. Da passiert nichts. Was ist jetzt der nächste? Aber ich schau mal abschneiden. Nee, nicht so doof. Mensch, das geht ja gut. Ich habe natürlich auch den guten Schaum gekauft, ne? Leicht zu schneiden. Ein Schneiderschaum. Ich sag mal so, da habe ich keine Kosten gescheut. Ne? Ja. Siehst du das, wie geil das geht? Schneid lieber einen Tick mehr ab. Ja. Zagenblende. Die soll ja noch anpassen. Wenn du alles mit deinem Schaum voll sippst. Und den Fußboden hast du auch noch mit angeschäumt. Das ist natürlich scheiße. Wie soll er sich denn ausdehnen, wenn er festgeschäumt ist zum Spezi? Du bist ein Spezi, weißt du, da hast du Schaum. Es wird viel Schaumschläger, du. Dings, einschäumen. Schaumputzi. Nee. Du, das liegt bei uns in der Familie. Du wolltest noch mehr machen. Ja, schönen Gruß an Uwe mit dem Schaum. Schönen Gruß an Uwe. Wir machen es jetzt auch so wie du. Schäumen alles voll. Ja, das sieht Uwe gar nicht gerne, dass hier nicht geschäumt wurde. Uwe, was sagst du dazu? Da hätte man doch noch eine Dose reinschaumen können. Gestern, als ich es eingeschäumt habe, hat er gesagt, nee, das reicht, lass das. Und jetzt heißt es hier, Dumpfbacken-Gideon hat wieder hier falsch geschäumt. Die Schaumfutzi. Nicht den Lack. Ich mach das ab, was du da zu viel geschäumt hast, damit überhaupt deine Blende irgendwie passt. Schnipp, schnapp, Schaum ist ab. Darf nur nicht überstehen, ne? Das ist ein Wilhelm Busch-Zitat. Ist ja literarisch echt. Ich weiß nicht, aus welchem George Bush du da zitierst. Ich dachte, dieses Schnippschnapp Daumen ab ist von Wilhelm Busch. Stimmt das gar nicht? Weiß ich doch nicht. Schnippschnapp Schniegel ab. Ich weiß, das ist sicher nicht von Wilhelm Busch. Könnte wohl von George Bush sein. Toll, eine Struktur, ne? Das ist schön. So haben die früh die Star Trek-Filme gemacht. Grau anmalen und dann. Und dann war schon der neue Planet fest. Ja, genau. Und Picard musste sich nur noch hinbiegen. Richtig. Ein Aufding. Oh, Giga macht die Blende jetzt davor. Das passt. Meinst du, dass die da passt jetzt auf Anhieb? Ja, man soll die jetzt ja anleihen und rein. Reindrücken. Ne? Nix anleihen, die bleibt so. Steht aber in der Einheit. Machen wir aber nicht. Machen wir nicht. Ist auch literarisch wertvoll, so ein Faust. So eine Faust. Das ist eine wirklich Weltliteratur. Ich hab dir schon 100 Mal gesagt, du sollst ja. Wie oft soll ich dir noch eine ballern, bis du das verstehst? Ja, außer dass du hier so ein bisschen Grünspan schon hast und hier ein bisschen Braunsiff. Und da so ein bisschen Leimsiff. Ja, ansonsten ist die ist top, die Tür. Der sitzt sauber drin. Friemelt er jetzt noch hier den Schaum ab und dann ist alles perfekt. Aber jetzt müssen wir natürlich gucken, dass der hier wirklich fest sitzt. Sonst knallt uns natürlich die Tür raus. Na. Ja, ich würde das sagen, dass wir den oben dann einen Tick weiter reindrehen. Nimmst du den raus? Ja. Oder? In einer Umdrehung verpassen. Da hatten sie in der Fabrik geschlampert. Aber ist ja okay, wenn es jetzt da ran liegt. Kannst du es so in der Hand? Ranhängen dürfen die Kinder sich nicht an die Tür klinken. Das machen die mal. Ja, das geht dann klar. Ich würde sagen, halt, knall den Schaum rein und gut ist. Was willst du da noch lange rum? Allah. Mal dieses Viech hier weg. Na, diese Viecher hier. Was soll denn das? Ein Saftkorn. Hä? Ein wildes Saftkorn. Ich weiß nicht, was das sein soll. Jetzt pass auf. Ja, so hellgrün ist der ja nicht, ne? Lass nochmal schütteln.
Vielleicht hast du nur 19 Mal geschüttelt und nicht 20. Mhm. Ich habe sogar 30 Mal geschüttelt. Mhm. Das sieht doch besser aus. Ja, ich schäumte das so sauber aus, dass du da nicht nachgucken kannst. Wo soll ich denn noch? Ich mache jetzt im Keller dieses Kabelloch zu. Das wollte ich sowieso. Ah ja, okay. Guck mal, das machen wir voll. Ich gehe jetzt weit rein. Ja, das mache ich sowieso nicht. Siehst du es? Mhm. Dann können die Spinnen ja nur noch durch dieses riesige Fenster reinkommen. Oh, gleich trocknen dann da auf. Ne? Ja, und? Das ist blöd. Kommt schon raus wie Sau. Aber weißt du was? Mir ist es scheißegal. Wirklich. Muss ich echt sagen. Ist das wirklich scheiße? Der krabbelt runter.